Die Maultrommel. Ein Metallbügel, eine bewegliche Feder, mehr ist es nicht. Aber dieses kleine Instrument hat Fans auf der ganzen Welt. Und einer der treuesten und ältesten ist der Berliner Gerd Konrad, 81 Jahre, Maultrommelspieler aus Leidenschaft. Erstmal ist es eher klein, ich kann es immer in der Tasche haben. Und es forciert mich, viel zu atmen. Und es macht mich glücklich und frei. Aus aller Welt hat er Maultrommeln gesammelt. Über 50 Stück, mit verschiedenen Tönen, verschiedenen Stilen. Das alte Volksinstrument ist in vielen Kulturen zu finden. Das zum Beispiel ist eine ungarische, die ich sehr, sehr gerne spiele. Die ist tief. Und da sieht man ja, der Atem. Der Atem ist alles. Und letztlich, wenn man das länger spielt, dann wird man eben high. Dann kommt man in Ekstase. Ich denke, ich spiele das auch deswegen. Ja, also es ist die beste Droge, die es gibt. Besonders musikalisch sei er eigentlich nicht. Maultrommel lernen, aber fand er nicht schwer. Es wird halt leicht mit den Lippen gehalten, ne? Und dann wird es ganz leicht sozusagen auf die Zähne aufgelegt. Und das ist dann der zusätzliche Effekt. Und das fängt an, die Knochen zu vibrieren und zu massieren. Geboren ist er mitten im Zweiten Weltkrieg im heutigen Polen. Nach der Flucht vor der Roten Armee kam die Familie nach Thüringen. Dort lernte er bei Kuhhirten als kleiner Junge die Maultrommel zum ersten Mal kennen. Dann gab es eben bei uns im Wald noch Kühe und Kuhhirten. Und das war total spannend, weil die Kühe ja alle Glocken hatten. Und es war im Grunde genommen jeden Morgen und jeden Abend, wenn die gingen und kamen, ein unglaubliches Konzert. Das waren 50 Kühe. Das war magisch. Und dann haben die ja mitten im Wald Pause gemacht und dann holten sie halt eine Maultrommel raus und haben darauf gespielt. Erst über 40 Jahre später hat er das Instrument als Ausgleich zum Beruf gelernt. Gerd Konrad ist ein bekannter Filmemacher, hat fürs Kino und große Sender gearbeitet. Ich war halt immer hinter der Kamera und ich war immer nur halb im Leben, nur funktionierend mit dieser Maschine. Und wenn ich selber Filme gemacht habe, habe ich dann Tage und Wochen lang im Schneideraum gesessen und mir die Vergangenheit angeguckt. Es geht ja immer auch ums Festhalten. Das Maultrommelspiel ist eigentlich das Gegenteil. Da lasse ich los. Gleich hat Gerd Konrad einen Auftritt. Sein Kostüm dafür hat er sich selbst gebastelt. Ja, das ist im Grunde genommen ein zusätzliches Musikinstrument. Ne? Ich arbeite dann mit dem ganzen Körper, nicht? In Berlin findet dieses Jahr das internationale Maultrommelfestival statt. Die Stars der Szene sind angereist, hier aus Jakutien, Sibirien. Rund 30 Nationen sind da, Maultrommelfans, groß und klein. Willkommen in Berlin! Begrüßt werden sie von Gerd Konrad und den Berliner Maultrommlern. Das letzte Festival musste wegen Corona ausfallen. Es ist ein sehr emotionales Wiedersehen. Eigentlich kann ich das überhaupt nicht fassen. Ich bin so erfreut und erschüttert, weil das sind alles Leute, die ich lange kenne und die sind aus der Welt gekommen, ganz weit her. Und das Wahnsinn, dass man sich immer wieder sieht. 5 Tage werden sie zusammen musizieren können und Gerd Konrad mittendrin im Glück.